Servus zusammen! Wir sind heute unterwegs mit einem Walter Cargo Beamer mit einer 151 bespannt geht's nach Villingen. Mittlere Zugart, wir rüsten die Kiste mal auf und warten dann auf unsere Ausfahrt. Ich denke mal, das wird noch ein paar Minuten dauern, bis wir hier loskommen, also gehen wir es mal an. Das ist unser Zugverband, Walter Auflieger. Schöner, einheitlicher Zug. Den ich im Übrigen mittlerweile auch auf meine Transportfieber-Karte gebracht habe. Den hatte ich nämlich so in der Form auch noch nie unterwegs auf meinen Linien. Na gut, wir rüsten mal auf. Den üblichen Kram. Batterie anschmeißen. Wir nehmen mal den vorderen Pantographen. Macht, glaube ich, Sinn, wenn wir hier Auflieger hinten dran haben. Wobei es, glaube ich, auch mit dem hinteren Pantographen korrekt wäre. Behaupte ich einfach mal. So, Luftpresser müssen wir noch anschmeißen. Wo war er denn? Da ist er. Okay, jetzt muss ich natürlich erstmal den Hauptluftbehälter füllen. Bisschen Hintergrund der Fahrt ist für mich persönlich auch, mir mal wieder ein paar Details entlang der Bahnstrecke anzuschauen für die Dekoarbeit. Eine Sache kam nämlich jetzt auch öfter mal, also wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen über Transportfieber quassel während der Fahrt. Wir sind sowieso länger unterwegs, ich vermute mal mindestens eine Stunde wird das hier gehen. Eher eine gemütliche Fahrt hier im Güterverkehr. Ich will mir einfach ein paar Details anschauen und genauer gesagt geht es mir eigentlich um die ganzen Fernsprecher. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gerade auf dieser Strecke Konstanz-Villingen sind nämlich ganz, ganz viele von den Dingern verbaut. Und das kam jetzt schon ein paar Mal in den Kommentaren, dass die ja heutzutage... Also mir ist schon klar, dass die nicht mehr wirklich aktuell sind, also haben halt keine Funktion mehr in dem Sinne. Die Leute haben ja alle ein Handy dabei. Die Triebfahrzeugführer, ich weiß das noch von meinem Vater, der hatte dann auch irgendwann so ein Diensthandy. Und aber die Dinger stehen ja trotzdem noch überall rum. So, und das sogar ziemlich massenhaft, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und da möchte ich heute mal so ein bisschen drauf achten. Also einfach mal ein paar Eindrücke sammeln für die Dekoarbeit, für mein eigenes Gebastel in Transportfieber. So, ich glaube, dann sind wir auch langsam durch hier. Mittlere Zugart. Ja, ich glaube, wir sind im Grunde schon abfahrbereit. Handbremse noch gelöst. Schauen wir hier mal kurz nach. Ja, das passt. Bremsen sind alle gelöst. LZB brauchen wir nicht auf der Strecke. Richtungswender packen wir schon mal nach vorne. Okay, sollte passen. Können wir erstmal so stehen lassen. Wir sind abfahrbereit. Und dann warten wir mal. Bis wir hier los dürfen. Könnte noch ein Momentchen dauern. Personenverkehr hat natürlich Vorrang. Da fährt noch ein Regionalexpress aus. Was haben wir hier alles rumstehen? Steuerwägen abgestellt. Schöne kastenförmige Lok. Strecke. Jo, Singen dürfte das sein, wo wir uns hier gerade noch befinden. Ach, schau an. Ein Intercity Express. Lässt sich auch noch blicken hier. Vermute mal. Fürchte, der darf dann auch noch vor uns raus. Tja, das ist eben die Krux im Güterverkehr. Hat man nicht die höchste Priorität für die Fahrdienstleiter. Fahren hier tatsächlich ICEs lang? Weiß es gar nicht. Schöne Lok, die 151. Definitiv eine meiner Lieblingslokomotiven im Güterverkehr.
So, ein paar Schnappschüsse einfangen hier, bevor es losgeht. Okay, der fährt auch noch vor uns raus. Dann gib mal ein bisschen Gas, Kollege. Wir wollen heute auch noch loskommen. Den wird es ja auch irgendwann in absehbarer Zeit in einer vernünftigen Qualität geben, nicht wahr? Habe ich irgendwo gelesen, dass der angekündigt wurde. Von, ich glaube, Dreddy-Zug müsste das gewesen sein, ne? Die auch den ICE4 gebaut haben. Das wird, glaube ich, auch ein Pflichtkauf werden. Schöne Geschichte. So, okay, der biegt aber links ab und ich glaube, wir müssen dann rechts entlang fahren. Glaube ich zumindest. Na, wir werden sehen. Okay, das soll es hoffentlich erstmal gewesen sein hier mit dem Personenverkehr. Dann sollte es nicht mehr allzu lang dauern, dass wir hier loskommen. Okay, planmäßige Ankunftszeit wäre 7.53 Uhr in Villingen. Ja, wir haben doch ganz gut eine Strecke vor uns hier. Knapp 63 Kilometer liegen vor uns. Mein Gott, Walter. Hübsch gebaut, die ganze Geschichte hier, muss man sagen. So. Sperrsignal hat sich schon umgestellt und vorne das Hauptsignal ist auf Langsamfahrt. Dann können wir mal hier Leistung aufschalten und loslegen. Und da setzt er sich in Bewegung. Unser Cargo-Beamer. Was es nicht alles für Bezeichnungen gibt. So, Lüfter. Schalten wir mal dazu. So, dann schauen wir mal. Also ich glaube, wir müssen, also wir fahren den rechten Abzweig da vorne. Schlängeln uns hier mal raus. Okay, ja, da geht's auf jeden Fall nach rechts rüber. Ah, cool, wie er sich da so rausschlängelt. Hatte ich, glaube ich, in der Form auch noch nicht am Haken. Also so einen einheitlichen Zugverband mit einheitlichen Aufliegern. Wenn, dann war es, glaube ich, gemischt bislang. Auf jeden Fall eine coole Idee auch für Transport Fever, solche Züge mal auf die Linien zu bringen. Und da gibt es ja auch noch verschiedenste Varianten mit den Walter-Aufliegern, mit, ja, ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt, Hofer, Gebrüder Weiß, die üblichen Verdächtigen eben. So. Okay, dann sind wir hier auf dem Regelgleis angekommen.
Und ich denke, dann können wir auch hochschalten. Ja, cool. Das passt. Netter Zugverband auf einer der hochwertigsten Strecken, die es überhaupt gibt im Train Simulator. Früh am Morgen. Ein schöner Sonntagsausflug. Das passt doch. Gemütlich im Güterverkehr. Okay. 7,53 sollen wir da sein. Knapp 61 Kilometer haben wir noch vor uns. Ja, knappe Stunde sollen wir unterwegs sein. Wie es aussieht. Relativ viel für knapp 60 Kilometer. Also schauen wir mal, ob uns irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden, in Form von HP-Nulls oder dergleichen. Wir werden sehen. Link ist natürlich, also für die Aufgabe ist natürlich in der Videobeschreibung, wenn euch das, wenn ihr das selber fahren möchtet. Schau an, hier links an dem Oberleitungsmasten hat man es gerade gesehen und man wird es noch wahrscheinlich öfter zu sehen bekommen. Die sind da so gespannt, also die haben so eine Art, wie soll ich sagen, ein Stützseil vielleicht. Das ist nämlich, habe ich nämlich auch entdeckt für Transport Fever in der... Da gibt es ja jetzt auch so eine Modbox für die Oberleitungsmasten mit allen möglichen Accessoires, also Abspanngewichte, sogar Trennstellen kann man einbauen und eben auch so eine Art Stahlseilhalterungen, die halt so gespannt werden an die Oberleitungsmasten. Und mir ist noch nicht ersichtlich, wo das immer genau passiert. Hier links war wieder eins. Müsste mal darauf achten. Hier links wieder auf der Seite ist auch wieder eins. Und am rechten Masten war auch eins. Hat das was mit den Abspannmasten zu tun oder... Wo genau werden die Dinger verbaut? Das würde mich mal interessieren. Konnte ich noch nicht rausfinden. Ich hoffe, man kann es erkennen im Video. Ich denke schon. Und die scheinen auch eher bei den Betonmasten verbaut zu werden. Also hier kann ich jetzt gerade nirgendwo welche erkennen bei den Stahlmasten. Das wäre eine interessante Frage. Wenn da jemand eine Antwort drauf hat, gibt ja doch einige fachkundige Personen unter meinen Zuschauern. Wo werden diese Art Stützseile verbaut an den Oberleitungsmasten? Hoppla! Ah, der hat gut was zu tun hier, der Kollege. Der hört gar nicht mehr auf. Wow. Okay. Ja, der war lang, würde ich mal sagen. So, dann noch mal ein bisschen drauf achten, auf diese komischen... Stahlseile, die ich erwähnt habe. Hier haben wir jetzt auch wieder Betonpfeiler, also Betonoberleitungsmasten. Vielleicht erkenne ich noch mal eins. Ne, hier sind jetzt keine mehr verbaut. Aber das muss ja irgendeinen Grund haben. Also die werden sie ja nicht irgendwie willkürlich da aufstellen. Hier links im Bild. Schön zu sehen mit dem Betonklotz am Boden. Und hier links auch wieder. Ah, das ist aber schon... Das sind schon die Masten, wo die Abspannleitung hinläuft, oder? Kann das sein?
wo der Abspanndraht hingeht. Das wäre mal ein Anhaltspunkt. Ich meine, das ist nicht so mega wichtig, aber wenn ich es irgendwie realistisch nachbauen kann, dann ist das natürlich schon ganz cool. Ja, aber scheint schon irgendwie mit den Abspannmasten zusammenzuhängen. So, der Bahnübergang könnte sich vielleicht mal schließen langsam. Wie schaut's aus? Jetzt hat er's, oder? Eieiei. Ja, eindeutig. Hier rechts hat man es gerade nochmal schön gesehen. Da läuft das Abspannseil zu dem Masten hin. Und dort befindet sich dann eben dieses Stahlseil, das ich erwähnt habe. Okay. Scheint wohl so zu sein. Na schön. Okay, und dann ging es mir ja noch um die Fernsprecher. Hier rechts war gerade einer zu sehen, der stand sogar mitten in der Pampas. Ich habe das halt so auf dem Schirm, dass die oftmals eben direkt vor Signalen zum Beispiel rumstehen oder auch vor Tunneleinfahrten. Überall dort, wo Züge halt üblicherweise im Zweifelsfall zum Stehen kommen. Tunneleinfahrten natürlich heutzutage eher nicht mehr, aber vor Signalen, Hauptsignalen kann das natürlich mal passieren. Hier steht zum Beispiel auch einer rum. Mal ein bisschen drauf achten, wie viele von den Dingern hier verbaut wurden. Aber ich glaube, das sind wirklich sehr, sehr viele. Deswegen kann ich die auf jeden Fall guten Gewissens auch auf meine Karten schmeißen. Und zwar viele davon. Auch wenn sie natürlich in dem Sinne keine Funktion mehr haben, aber sie sind halt da. So, und ich finde sowieso, das ist einfach ein nettes Deko-Element. Also ich verbaue die gerne. Wäre ich nochmal bei Zeiten in irgendeinem Transport-Fever-Video entsprechend, glaube ich. Überhaupt, was die Oberleitung angeht, also die kann sich echt sehen lassen hier, wenn man da so ein bisschen drauf achtet. Gibt ja durchaus Leute, die auf korrekten Oberleitungsbau stehen. Soll es geben, ja, wirklich. Aber es sieht auch echt verdammt gut aus hier in diesem ganzen Bereich, muss man sagen. Die ganze Zickzack-Geschichte hier, die Abspannungen, das ist echt also richtig gut gebaut. Also. So, ich glaube... schon wieder beschleunigen, sehe ich das richtig? Ja. Vielleicht auch ein bisschen aufs Fahren konzentrieren nebenbei. Kann auch nicht schaden. Ja, aber vieles aus dem Oberleitungsgebastel lässt sich halt einfach nicht darstellen in Transport Fever. Kann man auch nicht erwarten. Ich hätte mich im Nachfolger darüber gefreut, wenn es diese Zickzack-Geschichte geben wird, aber ich glaube, da braucht man auch keine Hoffnung dran setzen. Wird, glaube ich, nicht passieren. Da so den Fokus auf solche Geschichten haben sie einfach nicht. Aber schaut euch hier die Abspannung zum Beispiel an. Schaut super aus. Richtig gut gemacht. Schöne Details. Hier auch wieder. Wow. Das kann sich schon sehen lassen. So, wo sind wir denn? Engen kommt jetzt hier. Durchfahrender Walter Cargo Beamer auf Gleis 2.
So, jetzt haben wir hier erstmal eine etwas länger gezogene Steigung. Das dürfte dann auch der Abschnitt sein, wo wir jetzt erstmal eine ganze Weile durch den Wald fahren. Der Schwarzwald nehme ich an. Und irgendwann gelangen wir dann auf den Scheitelpunkt der Strecke und dann, glaube ich, beginnt auch dann in nicht allzu ferner Zukunft der Bereich, wo die Formsignale stehen. Ja, super schön. Also das ist schon auch so, finde ich, fast einer der schönsten Streckenabschnitte im Train Simulator. Wenn man jetzt mal von der neu erschienenen Schwarzwaldbahn absieht, die hat halt schon auch also einfach eine gigantische Qualität. So schön detailreich alles ausgearbeitet. Die sieht echt verdammt gut aus, aber das hier ist schon auch bockstark einfach. Gefällt mir sehr gut, dieser ganze Abschnitt, wo wir jetzt durchfahren. Sehr stimmige Vegetation hier. Schönes, sattes Grün. Mischwald, gut getroffen. Fein, fein. Paar Bastelfehler sind drin. Schwebende Bäume und sowas, aber auch eher Kleinigkeiten. Steigung macht sich schon bemerkbar. Wir sind jetzt in Fahrstufe 19 unterwegs, aktuell. Ich stelle es mir auch relativ fies vor, mit dem schweren Güterzug hier irgendwo mitten auf der Steigung HP0 zu bekommen. Also ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Nicht auf der Strecke, irgendwo anders ist mir das mal passiert. Das war halt so eine Art Testfahrt, wo ich ein Szenario ausprobieren wollte. Habe ich dann auch bis heute nie wieder angerührt, das Ding, weil ich halt irgendwo war ich auch mit, glaube ich, mit einer 151 unterwegs und einem relativ schweren Güterzug hinten dran. Und ich bin halt dann einfach den Berg nicht mehr hochgekommen. Und konnte mir nicht helfen, aus der Geschichte rauszukommen. Bin immer wieder runtergerollt. Rückwärts natürlich. Das war echt eine miese Nummer. Auf einer ziemlich harten Steigung HP0 mit einem super schweren Güterzug. Was machst du da? Also zieht man die Handbremse an? Ich habe alles Mögliche versucht. Aber schwierig. Führerbremsventil anziehen und gleichzeitig Stufen hochschalten geht ja nicht. Ja, vielleicht mit der Handbremse wäre es vielleicht gegangen. Weiß ich gar nicht, ob ich das damals ausprobiert habe. Aber das war schon eine miese Nummer. Und du kannst ja nicht zurückrollen einfach mehrere Kilometer, bis man wieder in der Ebene ist und dann wieder anfahren. Kannst ja auch nicht bringen. Naja, hier ist es mir zum Glück noch nie passiert. Ah, super, auch die Stützwände hier. Da muss ich auch noch mal ein bisschen dran rumbasteln auf meiner Karte. Schön gemacht. Ah, jetzt haben wir eh schon einige Höhenmeter zurückgelegt. Aber ganz oben sind wir immer noch nicht. Ja, schau an. Auch nett. Ja, der hat's natürlich easy. Moderne Güterzuglok, dann auch noch in Doppeltraktion. Da haben wir schon ein bisschen mehr zu tun hier mit der 151. Aber geht. Also hier Fahrstufe 20 ist aktuell ziemlich perfekt. Da können wir die Tempo 90 gerade schön ausfahren. Das passt.
Marschfahrt nennt man das, glaube ich, oder? Kann das sein? Habe ich irgendwo aufgeschnappt. Gibt ja zig tausend Fachbegriffe für alles Mögliche. Gibt es irgendeinen speziellen Fachbegriff? Aber ich glaube, das nennt man Marschfahrt, wenn man einfach unterwegs ist mit Streckengeschwindigkeit. Aber Vorsicht, gefährliches Halbwissen. Auch schön mit dem Nadelwald so im Hintergrund, der hat auch schönes dunkles Grün. Die Farben passen gut, also man kann sich hier echt viel abschauen von dieser Strecke. Das ist schon echt alles gut gemacht hier. So, Tempo 80 haben wir dann gleich anliegen, aber haben wir eh schon fast erreicht. Einfach ein paar Fahrstufen rausnehmen. So, finster wird's. Im Hattinger Tunnel, glaube ich, ist das. Ah, und da beginnen die Formsignale. Okay. Ist praktisch die Signalart durch diesen Tunnel hier getrennt. Habe ich auch noch nie wirklich drauf geachtet, aber ist auch gut, ich meine, das ist realistisch nachgebaut hier. Aber mitten auf der Strecke wechselt einfach die Signalart. Habe ich noch nicht so wirklich drauf geachtet. Okay, das dürfte der Scheitelpunkt sein, höchster Punkt der Strecke hier erreicht, vom Streckenabschnitt hier in Hattingen. Und dann geht's langsam wieder bergab. Gut, schauen's aus, die Vorsignale, die Formsignale. Schön, dass die tatsächlich mancherorts noch im Betrieb sind. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch der Fall ist. Die Strecke hat ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber es macht die Strecke halt auch einfach verdammt abwechslungsreich. So, dann geht's bergab. Sieh mal leider an, okay. Hier ist auch mittendrin. Ist mir auch noch nicht aufgefallen, glaube ich, KS-Signalsystem dann mal verbaut und wir haben tatsächlich ein HP0. Jetzt habe ich fast ein bisschen zu hart gebremst, ne? Jetzt kann ich gebraucht. Ich glaube, das da vorne, ich kann es noch nicht so ganz erkennen, aber das ist ja Vorsignalwiederholer haben wir da. Naja, gut. Lassen wir es mal ruhig angehen. Lieber ein bisschen zu langsam als eine Zwangse kassieren.
Ja, da unten kommt ja gleich irgendein Bahnhof. Ich weiß nicht genau, welche Ortschaft das dann ist. Aber entweder. Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich ist noch irgendwie ein Gleis blockiert vor uns. Oder wir kriegen sogar eine Überholung, weil links auf dem Gegengleis, auch in unsere Richtung, sind die Signale grün. Da vorne möchte ich anmerken, steht auch ein Fernsprecher mittendrin, also vor dem nächsten Signal hier. Ich sage ja oft einfach vor Signalen, ein paar Meter vor den Signalen, vor den Hauptsignalen in der Regel. Moment mal. Blödsinn, ich kann weiterfahren. Okay, kleiner Denkfehler. Hat keiner gemerkt. Wir beschleunigen wieder ein wenig. Aber nicht zu viel. Wir haben also HP0 ist auf jeden Fall da vorne noch dann irgendwo vorhanden. Wir haben auch Wechselblinken. Also schön behutsam. Frag mir jetzt nur, ob wir tatsächlich eine Zugüberholung bekommen sollen hier. Wäre aber sehr, sehr ungewöhnlich. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich hatte mich nur gewundert, dass die Signale eben grün sind auf der linken, auf dem linken Gleis hier. In Fahrtrichtung, in unserer Fahrtrichtung. Na, lassen wir uns mal überraschen. Das Sperrsignal da unten steht auch auf Fahrt fürs linke Gleis. Weil Signale stehen doch meines Wissens standardmäßig immer auf Rot, oder? Also die müssen doch aktiv gestellt werden vom Fahrdienstleiter. Die stehen ja nicht automatisch auf Grün, nur weil der Blockabschnitt frei ist, oder? Also die Fahrstraßen werden ja gestellt. Und eben auch die Signale logischerweise. Deswegen hat es mich einfach gewundert, dass gerade eben hier die Signale auf dem linken Gleis grün waren. Ist mir nicht ganz geheuer, die Geschichte hier. Okay, aber wir haben einen entgegenkommenden Zug hier auf dem Gleis. So viel zur Zugüberholung. Das war es dann also schon mal nicht. Okay. Silberlinge, Silberlinge, cool. Cool. Schick, schick. Kleiner Kesselzug. Kesselwagenzug. Aha, okay, da geht was auf die Strecke. Dieselbrummer RS1. Der Regio Shuttle. Na gut, dann müssen wir hier wohl ein bisschen warten. Wieso hat der mir jetzt ein grünes Signal gegeben? Ich zweifle mal an, dass wir dem jetzt direkt hinterherfahren sollten. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Warum zur Hölle habe ich jetzt hier ein grünes Signal bekommen? Ach, okay. Hat er sich doch anders überlegt, der Fahrdienstleiter. Nehmen wir mal doch rot. Oder es befindet sich ein Troll im Stellwerk. Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, wir bleiben definitiv stehen hier erstmal. Könnte ein bisschen dauern, vermute ich mal. Lässt er das Regio Shuttle hier noch vor uns raus? Das kann natürlich sein, dass der uns jetzt dann schon so ein bisschen in die Quere kommt. Weil wir haben eigentlich nur noch 33 Kilometer. Und das ist schon irgendwie über eine Stunde, knapp eine Stunde ist anberaumt. Also kann sein, dass wir dem jetzt schon noch eine Weile hinterher zuckeln müssen. Wir schauen mal, aber ich geh mal davon aus. Ist ja auch regionalbahnmäßig unterwegs. Der wird einfach viele Zwischenhalte haben, der kleine Kollege da vorne. Na gut.
Dann gönnen wir uns eine Pause. Und schauen uns einfach ein bisschen um. Wir haben ja Zeit. Ist Sonntag, alles gut. Ah, es hat sich doch relativ viel Güterverkehr so in den letzten Wochen. Mal abgesehen von der Schwarzwaldbahn, die eine Fahrt, aber die war ja auch sehr gemächlich. Ich muss mir dringend mal für die nächste Aufnahme irgendwas, ein bisschen was Schnelleres raussuchen. Mal wieder eine nette ICE-Aufgabe oder sowas. Für den ICE 4 habe ich auf Münster-Bremen noch einiges an Aufgaben rumliegen. Für den 3D-Zug habe ich mir mal da so ein Aufgabenpaket gekauft irgendwann. Ich glaube, für den Velaro habe ich auch noch was, was ich noch nicht gefahren bin. Mal schauen, aber irgendwas, ein bisschen was Schnelleres, glaube ich, so für die nächste Aufnahme wäre mal wieder ganz ein netter Kontrast. Auch wenn Güterverkehr natürlich absolut seine Reize hat. Aber die Mischung macht's. So, dann warten wir ein wenig. Nach 7 mittlerweile, knappe halbe Stunde unterwegs. Und ungefähr die Hälfte der Strecke absolviert. Naja, bis hierhin war es doch ganz gemütlich. Keine groben Fahrfehler drin gehabt. Eine Kleinigkeit vorhin bei dem Signal. Aber nichts Dramatisches. So, liebes Regio Shuttle, gib ein bisschen Gas. Ah, sehr gut, ausgezeichnet. Ich wurde erhört. Ich hoffe mal, dass er es diesmal ernst meint hier mit seinem grünen Signal. Aber ich gehe mal davon aus. Schalten wir Leistung auf und setzen uns wieder in Bewegung. Ist mir auch noch nie wirklich aufgefallen, dass die Signale tatsächlich dann eben hier auch bunt durcheinander gemischt werden teilweise. Also grundsätzlich ist die Strecke ja hier mit Formsignalen bestückt. Aber das ist dann wahrscheinlich für die Bahnhofsbereiche nachträglich mal eingebaut worden, um da einfach ein bisschen flexibler zu sein. Um die Geschwindigkeit ein bisschen besser steuern zu können. Ist zumindest meine Theorie. Aber irgendwer hatte mir tatsächlich mal geschrieben in den Kommentaren und ich habe das natürlich geglaubt. Da sowas grundsätzlich nicht gemischt wird. Aber in dem Fall ist es ja schon anders. Naja. Sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Ach, schau an, links ist tatsächlich, das ist dann wohl das Betriebswerk von der HZL, wo die Regio Shuttle betreiben hier. Tennisplätze, das ist die Bezirkssportanlage hier mit Fußballplatz noch. Das ist auch nochmal ein kleiner Haltepunkt. Oder kommen jetzt gar keine Formsignale mehr? War das wirklich nur der Bereich, wo es also jetzt den Berg runtergeht? Habe ich aber anders in Erinnerung. Ich glaube, da kommen schon nochmal Formsignale. So viel zu meiner Streckenkenntnis.
einen nicht elektrifizierten eingleisigen Abzweig. Aber ich glaube, der ist auch nur Kulisse, glaube ich. Den kann man, glaube ich, nicht befahren. Der ist tot. Ach, schau an. Okay, hier haben wir jetzt wieder Formsignal. Form, Vorsignal, freie Fahrt. Okay. Das sieht man aber auch eher selten, oder? Das ist, was war das? Eine 185 und eine 151. Aber ich konnte jetzt nicht erkennen, ob die 151 vielleicht abgebügelt war und einfach nur geschleppt wurde. Aber in Doppeltraktion können die doch nicht fahren, oder? Das müssen doch, müssen das eigentlich grundsätzlich zwei gleiche Loks sein, also gleiche Baureihe? Oder kann man die vielleicht auch mischen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass man modernere Loks halt mischen kann. Möglicherweise sowas wie 189 und 185. So, das war jetzt Halt erwarten. Habe ich das, glaube ich, richtig gesehen, ja? Ich glaube schon, ja. Das ist auch eine interessante Frage. Aber ich, also wie gesagt, ich glaube, modernere Loks kann man wahrscheinlich schon mischen in einer Doppeltraktion. Kann ich mir gut vorstellen. Hatte ich das schon mal in der Aufgabe? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, bislang waren es immer, wenn dann, also halt zwei gleiche Baureihen, die im Doppel gefahren sind. Ja, so, jetzt dürfen wir natürlich, jetzt haben wir natürlich den Regio-Shuttle vor uns. Der hält hier vermutlich überall. Und hat es dabei auch nicht übermäßig eilig. Dem dürfen wir jetzt hinterher zuckeln. Nehme ich dem Fahrdienstleiter schon so ein bisschen übel, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Wenn er mich vorgelassen hätte, in dem Fall wäre es doch egal gewesen, oder? Aber gut, Personenverkehr hat natürlich grundsätzlich Vorrang. Aber ich hätte halt nirgendwo halten müssen. Ich hätte einfach durchrauschen können. Hätten wir beide was davon gehabt. Naja gut, aber es geht eh schon weiter. Ich will mal nicht meckern. Passt schon, schalten wir der Leistung auf. Sehen zu, dass wir Fahrt aufnehmen. Aber der Kollege wird uns wahrscheinlich noch ein paar Mal runterbremsen hier während der letzten 27 Kilometer. Schönes Fachwerkhaus auf der rechten Seite. Macht sich auch immer wieder gut. Also ich glaube, wir müssen dann sogar auch noch, wenn ich mir die Aufgabe anschaue, abkuppeln. Also Zug abstellen und dann vermutlich noch die 151 irgendwo in die Abstellung bringen. Schaut ganz danach aus. Ja, Gewässer sehen schon immer gut aus. Also trotz der alten Engine, aber das haben sie gut hingebracht. Walter, 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 Walter. Ach, ich wollte ja ein bisschen auf die Fernsprecher achten. Habe ich jetzt gar nicht mehr getan.
Okay, also hier hat man auch gerade noch mal rechts eben erkennen können, dort wo die Abspannleitung, also das Abspann, der Abspanndraht hinläuft. Die Masten sind gerne noch mal zusätzlich mit einem Stahlseil versehen, mit so einem Spannseil. Hier rechts im Bild wieder schön zu sehen. Ach nee, Quatsch, das ist ein falscher Mast. Aber ich glaube auch die Masten, wo die Abspanngewichte drin dranhängen, die haben auch gerne nochmal, sind nochmal zusätzlich abgesichert. Hier rechts zum Beispiel. Oder war das die, oder ist das die Speiseleitung, die dorthin läuft? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Also falls jemand da irgendwie Informationen hat, welche Oberleitungsmasten eben noch zusätzlich mit so einem Stahlseil gespannt werden, dann wie gesagt, gerne her damit. Ganz schlüssig ist es mir immer noch nicht geworden hier. Und hier stehen zum Beispiel auch mal wieder Schneepflugtafeln einfach mitten auf der Strecke rum. Ich würde es ja verstehen, wenn da Magneten liegen würden, Geschwindigkeitsprüfabschnitt zum Beispiel oder sowas, aber wenn die einfach nur so rumstehen, das ist auch merkwürdig. Oder war da früher vielleicht mal irgendwas verbaut? Und dann haben sie die Schneepflugtafeln einfach stehen lassen. Keine Ahnung. Und hier an dem Masten ist im Übrigen auch wieder so ein Stahlseil dran, seht ihr? Interessant. Okay, 20 Kilometer liegen noch vor uns und aktuell läuft es mal ein bisschen. Mal schauen, ob uns der Dieselbrummer nochmal in die Quere kommt. So darf es gern weitergehen. Hier auch wieder, Schneepflugtafel, einfach so. Na, wobei, ich glaube, da war sogar so eine ganz kleine Brücke. Ja, und die Kurvenüberhöhung, das wäre auch so ein schönes Feature für Transportfieber, aber ich glaube, das ist schlicht und einfach nicht umzusetzen. Also da braucht man sich keine Hoffnung machen. Man darf auch nicht zu viel erwarten. Die Entwickler sehen das ja jetzt nicht wirklich als virtuelle Modelleisenbahnanlage. Es ist halt eine Wirtschaftssimulation, Transportsimulation. Aber es sind alles so kleine Details, die einfach geil wären. So, schöne Idylle hier. Da haben wir auch wieder einen Fernsprecher. Und auch einfach mittendrin. Also schätzungsweise 400-500 Meter vor dem Vorsignal. Da stehen schon viele von den Dingern rum. So, hier haben wir jetzt plötzlich wieder HV-Signalsystem. Mir ist das noch nie aufgefallen, dass es teilweise wirklich fast schon wild durcheinander gemischt ist. Das ist halt zumindest mein Eindruck. Das wird alles irgendwie Sinn machen. Und also das ist ja auch die Strecke.
Da gehe ich von aus, die ist wirklich sehr, sehr realistisch signalisiert und umgesetzt. Aber es ist schon ein bisschen bunt gemischt hier alles, ne? So, da haben wir auch ein HP0 angekündigt, sehe ich das so richtig. Bisschen ungünstig, der Standort. Ah, okay, gut. Und auch hier, Hauptsignal und ein Fernsprecher davor. So, das passt. Donaueschingen. Okay, dann ist hier gerade noch der RS1, hatte hier noch seinen Zwischenhalt und ist gerade erst rausgefahren vor uns, vermute ich mal. Dann dürfen wir hier auch nochmal kurz anhalten. Hey, wir können schon wieder durchstarten. Sehr gut. Auch hier, überall Fernsprecher. Wenn man ein bisschen drauf achtet, sieht man die Dinger überall. Am Bahnsteig, hier rechts auch am Bahnsteig, kurz vor dem, also direkt beim Signal. So, dann können wir beschleunigen. Sehr gut. Da haben wir eine 111 mit den Doppelstocks in der Bereitstellung stehen. Ist noch abgerüstet. Ah, oh, da sitzen schon Leute drin. Wie üblich. Das ist immer so, oder? Also ich glaube, die Waggons, die gibt's die überhaupt? Kann man das einstellen, dass die wirklich komplett leer sind? Ich habe schon so oft einfach ganze Züge irgendwo in der Abstellung gesehen, wo halt überall Leute drin saßen. Lässt sich wahrscheinlich einfach nicht vermeiden im TS. Auch schnucklig, die Holzbrücke hier. Okay, dann geht's langsam auf die Zielgerade. Bisschen was haben wir noch vor uns, knapp 12 Kilometer. Bis zum Feierabend. Auch hier wieder Schneeflugtafeln. Mitten auf der Strecke, einfach so. Hier auch wieder. Da liegen definitiv keine Magneten, nichts. Das ist einfach nur in der Kurve zwischen zwei Oberleitungsmasten. Keine Ahnung, warum die Dinger hier rumstehen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Naja. Kleine Nervensäge.
Aber ist auch ganz nett zu fahren, muss man sagen. Der ist schön gemacht. Schön umgesetzt, die Kiste. Der ist echt nicht verkehrt. Wenn er einem nicht gerade vorausfährt. Ja, es könnte noch ein bisschen dauern, bis wir da in Villingen sind. Nee, nee, nee. Nächste Aufgabe wird definitiv irgendwas Schnelleres. Ich brauche mal wieder ein bisschen Abwechslung hier. Mit möglichst grüner Welle irgendwas Schnelles. LZB geführt, ICE, Tempo 200, irgendwie sowas in der Richtung. Ohne irgend so einem Dieselbrummer hinterher tuckern zu müssen. Hier auch wieder. Fernsprecher. Mitten in der Pampas. Ich hab's dir gesagt. Ist nicht ungewöhnlich. Aber hier stehen schon relativ viele jetzt von denen. Also auch wesentlich mehr als im ersten Streckenabschnitt dieser Fahrt. So gerade auf den letzten 20 Kilometern sieht man die schon sehr, sehr oft. Da vorne steht auch einer. Schauen wir mal, kommen wir jetzt wirklich komplett zum Stehen oder können wir noch ein bisschen Schwung mitnehmen? Macht ja schon immer einen Unterschied. Ja, ich fürchte, wir müssen mal kurz anhalten. Ah, verdammt. Okay. Dann schalten wir direkt wieder auf. Walter im Schwarzwald. Ja, relativ viel Stop-and-Go heute dabei. Gut ist, kann man natürlich immer erwarten, ein Stück weit im Güterverkehr unterwegs ist. Der nächste Fernsprecher mitten in der Pampas, möchte ich bemerken. So, haben wir hier einen Haltepunkt? Ja, haben wir. Also kann man davon ausgehen, dass die Nervensäge hier auch gehalten hat und wir gleich wieder ein HP0 bekommen. Also Augen auf. Fauler Hund, nix am Haken, leere Waggons.
So, da kommt das nächste Vorsignal. Ist auch relativ ungewöhnlich, dass man mehr als drei Vorsignalbarken hat. Ne? Hier sind es sogar vier gewesen. Bis zu fünf habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Und was sagt er? Oh, Freifahrt. Kaum zu glauben. Dann hat er hier vielleicht gar nicht gehalten. Oder er hat sich wirklich sehr beeilt. Schrottplatz hier drüben hat sogar noch einen kleinen Gleisanschluss. 5 Kilometer laufen. Nochmal ein Haltepunkt. Das sind auch merkwürdige Gebäude da oben. Ne? Ich weiß auch nicht, was das darstellen soll. Irgendwas Touri-mäßiges, irgendwas Hotelmäßiges vielleicht, so ein Ferienresort oder sowas. Aber passt irgendwie nicht in die Landschaft, ich weiß auch nicht. Wie ein Fremdkörper. So, HP0. Erwarten. Oder die Filmkulisse für den Wiki-Film in XXXL. Ich war da schon mal, ich habe die gesehen, diese Filmkulisse. Die haben ja ein paar von diesen Häusern, wo sie dieses Wikingerdorf nachgestellt haben, am Walchensee haben sie noch stehen lassen und auf die andere Uferseite verfrachtet. Lohnt sich aber nicht. Stinklangweilig. Vier Bretterbuden, die man nicht mal betreten kann, wo auch nichts drin ist. Nicht mal ein Wikinger-Schiffchen haben sie hingestellt. Stinklangweilig. Also nicht mal für Kinder interessant. So, hier dürfen wir wieder, aber gleichzeitig halt erwarten. Ja, dann schleichen wir mal noch so dahin auf den letzten Kilometern. Beschleunigen dürfte sich nicht lohnen. Verkehrsroter Steuerwagen. Ein Wittenberger ist das, glaube ich, ne? Mit Silberlingen. Interessant. Sitzen auf jeden Fall auch Leute drin. Ah, oh, schön, die Silberlinge. Schauen einfach super aus. Und das ist auch eine 151, oder? Ja, mal eine kuriose Mischung. Wobei die, glaube ich, schon Wendezugsteuerung hat. Meine ich, mich erinnern zu können. Ja, das ist vielleicht ein Museumszug. Ich weiß es nicht. Aber eher ungewöhnliche Mischung. Das ist ja auch ganz normal freie Fahrt, keine Langsamfahrt. Irgendwie könnte sich auch mal entscheiden hier. Naja, ich gebe noch mal ein bisschen Gas hier. Ja, wobei, da vorne haben wir auch. Ah, das ist aber. Das ist Langsamfahrt erwarten. Okay. Ja, genau.
Nö, dann werden wir das auch mal bestätigen hier. RBH. Jede Menge Kabeltrommel. Die Firma hier hat auch noch einen sogar ein bisschen weiter ausgebauten Gleisanschluss, also größer als die meisten hier auf der Strecke. Sehr lobenswert. Waren aber wohl mal mehr Gleise gelegen. Aha, da sind die Nervensägen abgestellt. Okay. Und warten nur drauf, dem nächsten Güterzug vorauszufahren. Mit möglichst vielen Zwischenhalten. So, da haben wir jetzt Langsamfahrt und Langsamfahrt erwarten. Ein bisschen mehr los hier in Villingen. Ein paar Züge in der Bereitstellung. Ein bisschen was auf der Schiene unterwegs. Und da vorne ist die Nervensäge. Sehe ich das richtig? Vorne im Bahnhof, am Bahnsteig. Das ist der uns die ganze Zeit ausgebremst hat. Okay, gut. Villingen Zugbildung. Das heißt, dort, denke ich, werden wir abkoppeln müssen. Abkuppeln. Abkuppeln und dann eben unsere Lok noch in die Abstellung verfrachten. Ah, da steht auch ein Kollege. Und da vorne links steht der Dieselbrummer. Aber der kommt irgendwie nicht vom Fleck. Der steht am Ausfahrsignal, ne? Ah, vielleicht kann man Züge hier auch nicht weiterfahren lassen. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, weil es ist ja jetzt auch das Ende der Strecke, glaube ich, insgesamt, ne? Weiter geht's ja nicht. Konstanz-Villingen. Steht da blöd am Ausfahrsignal rum. Und bewegt sich nicht. Naja. Es geschieht ihm recht. Sagen wir es mal so. Naja, wir haben sogar schon hier die Signalisierung, dass wir hier weiterfahren dürfen, dann die Lok in die Abstellung bringen. Mit Rangiergeschwindigkeit. Vitesse de Rangier. Oder so ähnlich, zumindest, glaube ich. So, bleiben wir hier mal stehen. Ja, wahrscheinlich wäre es sogar. War wahrscheinlich ein bisschen anders gedacht. Aber passt schon. Alles gut. Dann. Wie machen wir es denn? Ah, okay, kommt sowieso noch. Gut. Abkuppeln und VMAX 25 in die Abstellung. Dann würde ich sagen, schauen wir hier mal rein und ziehen die Handbremse an. Feststellbremse, abkuppeln und ab dafür. So. Okay.
denke mal, B44 wird trotzdem nötig sein, auch wenn wir hier eine klare Signalisierung haben. Aber wir haben ja die 500 Hertz Beeinflussung. So. Haben wir jetzt ab... Ja, wir sind abgekoppelt. Okay, alles gut. Oh, angenehm. Ohne Gewicht hinten drin. Das merkt man sofort. Wie nach einer langen Fahrradtour, wo man irgendwie Satteltaschen hinten dran hatte und dann plötzlich ohne unterwegs ist und auch kein Rucksack mehr am Rücken. Super Gefühl. So, dann bringen wir das Ganze mal ordnungsgemäß zu Ende hier. Ja, insgesamt eine ganz nette Geschichte, muss ich sagen. Schönes Ding aus dem Güterverkehrsbereich. Nicht allzu aufregend in dem Sinne, also keine groben Fallstricke. Wenig Chancen auf Zwangsbremsungen und sowas, aber authentisch. Schöne Geschichte, netter KI-Verkehr. Paar HP-Nulls, bisschen dem Dieselbrummer hinterher zuckeln. Hat Spaß gemacht. Kann man empfehlen. Walter im Schwarzwald. Solides Ding. Und generell finde ich es eh immer cool, eine Aufgabe so enden zu lassen im Güterverkehr. Dann schön noch die Lok abkoppeln, irgendwo hinstellen. Das rundet die Geschichte immer schön ab. So. Einmal anhalten. Okay. Passt. Hätte nochmal eng werden können. Wenn es ganz blöd läuft. Alrighty. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Aufgabe wieder. Bis dahin und macht's gut.